Willkommen zurück zu einem neuen Part hier auf meinem Kanal von Guild Wars 2. Jeden Freitag gibt es jetzt eine Event-Reihe, Serie. Wir werden verschiedene Meta-Events auf den Grundkarten durchgehen. Und jetzt sind wir aktuell im Kaledonwald, ein Gebiet der Silvari. Hier oben im Berg Sulensumpf an der Wegmarke Zwielichtgarten, also auch ein Verlies. Und hier wird jetzt in den nächsten 1 bis 2 Minuten der große Dschungelwurm erscheinen. Und ich bin sehr gespannt. Einer der Champions, der überarbeitet wurde, der hat jetzt kleine Zwischenschritte mit reinbekommen. Und zugleich ist er auch ein Teil für die aktuelle Dekadensammlung. Unter Heldenmenü. Nebengeschichte, Dekaden der Drachen und zwar relativ weit unten, der Dschungelwurm. Es... Okay, die Musik geht schon gut los. Okay, es tauchen jetzt immer mehr Kreaturen auf. Im Berg Sulensumpf sind schreckliche, finstere Kreaturen aufgetaucht. Haltet die Flut auf. Okay, hier hinten, die meisten sind schon was am Machen. Heißt, es dauert nicht mehr lange. Avatare der Fäulnis getötet. Jetzt sind kleine Champions da. Die sollte man am besten mitmachen, denn das zählt alles mit dazu, wie erfolgreich man ist. Und es ist ein 15-stufiges Gebiet, also noch für ganz Neulinge gut geeignet. Da ist noch ein Champi. Oh, einer ist umgefallen. Schnell aufstehen und dann kannst du weiter mit angreifen. Oh, die Leute rasten voll aus. da hinten haben wir noch einen. Ich glaube, die kommen zwischendurch auch, wenn der große Dschungelwurm dann auch da ist. Genau. Und man hat zugleich für die Anfängersammlung, hat ArenaNet ja so eine kleine Sammlung mit eingebaut, damit für Neulinge der Start ein bisschen verleichtert wird. Finde ich ganz cool gemacht, vor allem für Neulinge, die überhaupt keinen Plan haben, ist das sehr hilfreich. So, und jetzt warten wir, bis der große Dschungelwurm kommt. Und ja, wir haben somit dann unser erstes großes Meta-Event. Ich glaube, er kommt auch hinter uns. Man sollte vielleicht schauen auf die richtige Seite. So. Dann wollen wir mal. Aber der nimmt gut ab. Jetzt hat er uns weggeführt. Schau mal, ich setze meinen Brunnen hin, dann kriegt der andere auch ein bisschen was ab. So, ich glaube, Ritualhüllen sind aufgetaut. Genau, jetzt muss man, glaube ich, ringsrum, genau, da, diese Dinge besiegen. Und das sind, ich glaube, 4 oder 5 Stück, die da kommen. Irgendwie ist jemand umgefallen. Ich hänge hier immer an den Wurzeln fest, vor lauter Schauen. Komm, schnell, 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 schnell. Los, los. Los, 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 los. Und jetzt holen wir den noch. Komm, schnell raus da. Ganz schnell. Ganz schnell. Oh, sie haben schon fast zur Hälfte runter. Ich bin hier nur mit am Wiederbeleben, statt mitzukämpfen. Aber das, ich bin sozial, Leute. Es tut mir leid. Jetzt sind wieder welche aufgetaut. Man sieht es an den blinkenden Stellen. Irgendjemand ist schon wieder umgefallen, weil der nur da steht und nicht guckt, wo er steht. Wir sind unterwegs. Wir brauchen ein bisschen Drozzi. Leute, wir brauchen mehr Trotz. Bitte. Jetzt. Jetzt kann man ihn runterkloppen. Und da ist der Dschungelwurm. So riesig ist der gar nicht, wenn man sich den mal so anguckt. Aber er sieht trotzdem voll cool aus. Konzentriert. Die Ruhe vor dem Sturm.
Jo. Komm schnell hoch. Schnell. Nicht mehr viel haben wir. Okay, irgendwo sind wieder welche aufgetaucht. Wo sind sie? Wo sind sie? Gesichert. Da hinten. Bisschen mehr Trotz, Leute. Wir heilen wie ein Wesen. Ich habe dich gewählt, weil ich es will. Uiuiuiui. Wo sind sie noch? Da haben wir noch welche. Er nähert sich von den Dingern. Tötet sie. Vorwärts. Ich brauche Hilfe. Haben wir alle? Es ist vorbei. Lauf sie schön weit. Nicht schnell. Glaub ja, oder? Ich bin weder hier noch dort. Und jetzt machen wir ihn fertig. Wobei ich glaube, er macht noch mal so eine Aktion, wo er dann noch mal so ein bisschen Unterstützung holt. Der Drache war völlige Konzentration. Konzentrieren wir deine Stärke. Fühlt ihre Stärke. Oder auch nicht. 6%. Das schaffen wir. Los, Leute. Hui, haben wir geschafft. Sehr cool. Und hier wieder Weltboss bezwingen. Und wir bekommen ein Stück seltener, nicht identifizierter Ausrüstung. Und 4 gefallene Abenteuerrucksäcke. Nicht schlecht. Für die, die noch nicht das automatische Looten haben, hier hinten ist die große Truhe. Wenn die offen ist, wisst ihr Bescheid. Ihr habt den Loot bekommen. Super cool. Können wir direkt mal hier aufmachen. Oh, das war doch ganz schön erfolgreich. Super cool. Ja, das war's dann auch schon für diesen Champion. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Da liegt der Dschungelwurm am Boden. Man kann schön durch ihn durchlaufen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns am Montag wieder mit einer weiteren Folge aus Staffel 1. Und am Freitag schauen wir uns ein weiteres Event an. Welches das sein wird, lassen wir uns überraschen, zu welcher Uhrzeit ich dann gerade aufnehme. Denn jedes Event hat und jeder Champion hat so seine bestimmte Zeit, wo er immer respawnt und erscheint. Und ja, ich freue mich drauf und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.